Igel finden bei kalter Witterung keine Käfer oder Würmer zum Fressen. Sie überbrücken die futterlose Zeit instinktiv mit dem Winterschlaf. Im Durchschnitt verbringen sie aber nur 80% des Winterschlafs wirklich schlafend. Bei mildem Winterwetter sind Unterbrechungen des Winterschlafs nicht ungewöhnlich. Igel bleiben während dieser Wachphase normalerweise im Nest und schlafen nach einigen Stunden wieder weiter. Selten sind sie aber auch aktiver und wechseln sogar das Winterschlafnest. Meistens finden sie in dieser Zeit kein oder nur wenig Futter und zehren deshalb von ihrem Winterspeck. Bei länger anhaltendem warmem Wetter im Winter kann einem wachen Igel Igelfutter angeboten werden. Notfalls könnt ihr hier auch auf Nassfutter für Katzen zurückgreifen. Ein zusätzlicher Wassernapf wird ebenfalls gerne angenommen. Fällt die Durchschnittstemperatur unter 4 Grad und der Igel erscheint weiterhin am Futternapf, muss die Zufütterung aber gestoppt werden, damit der Igel wieder in den Winterschlaf verfällt. Auch sollten Igel nicht mit ins Haus genommen werden. Eine Zwangsüberwinterung im Haus hat meist negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Falls der Igel wirklich auffällig unterernährt oder krank aussieht, ruft lieber eine Igel-Auffangstation an. Der Igel braucht bei sehr kalten Temperaturen etwas mehr Energie, um seine Winterschlaf-Körpertemperatur von 1 bis 5 Grad Celsius aufrechtzuerhalten. Aber auch wenn sich die Temperaturen Tage oder Wochen lang im deutlichen Minusbereich befinden, kommt ein gesunder Igel gut zurecht. Seine Fettreserven reichen locker bis in den Frühling hinein. Unsere heimische Igelart, der Braunbrustigel, kommt auch in Nordrussland vor und kann sich mit tiefen Wintertemperaturen gut arrangieren. Kritisch wird es nur für Igel, die in etwas geschwächtem Zustand in den Winterschlaf gingen oder sich ein schlecht isoliertes Nest gesucht haben. Der Winterschlaf fungiert bei der Igelpopulation leider zugleich auch als Selektionsmechanismus. Hochwertiges Igelfutter sowie Igelhäuser, mit denen ihr den Igeln über den Winter helfen könnt, findet ihr übrigens auch in unserem Doba Online-Shop. Ansonsten bieten naturnahe Gärten mit Haufen aus totem Holz, Reisig und Laub das ideale Winterquartier für Igel.